Und im Übrigen hatte ich bei der Debatte mit den Schülern den Eindruck, die Schüler waren über die Gefahren und Risiken von Facebook sehr wohl informiert, aber die Abgeordneten waren das nicht so in dem Ausmaße. Aber egal. Komme ich auf den 33. Bericht zurück. Beim Datenschutz liegt traditionell einiges im Argen. Beispielsweise in der EDV des Stadtamts, bei der Videoüberwachung, Stopp der Jugendgewalt, aber auch bei Privatwirtschaft. Interessanterweise ziehen sich diese Themen wie ein roter Faden durch diverse Jahresberichte und spielen auch 2010, also der Zeitraum, über den wir jetzt hier beraten, eine Rolle. Und das ist ein Problem, weil es zeigt, dass Belange des Datenschutzes immer noch nicht die Aufmerksamkeit erfahren und hier jetzt gerade auch nicht und den Stellenwert haben, der Ihnen nach der Gesetzeslage eigentlich zustehen müsste. Die Lösungsvorschläge liegen lange auf dem Tisch. Das Problembewusstsein muss auf allen Ebenen in der Verwaltung wie im Betrieb geschärft werden. Korrekt mit sensiblen Daten umzugehen muss zum Standard werden. Das gelingt aber nur, wenn der Datenschutz etwas von seinem Nischendasein verliert und stärker auf die tatsächliche Durchsetzung geachtet wird, was ja auch hier gerade ein Problem ist. Wenn beispielsweise jemand die wichtige Stelle des Datenschutzbeauftragten im Stadtamt, wo viele sensible Daten verarbeitet werden, von jemandem externen übernommen werden, und zwar zusätzlich zu seinen Aufgaben in einer ganz anderen Behörde, dann geht das nicht. Und das ist auch zu Recht moniert worden. Da wir erst jetzt diskutieren, haben wir auch die Möglichkeit, schon in den Neuesten hineinzuschauen, den Frau Sommer vor einer Woche vorgestellt hat. Und leider zeigt sich auch in dem, ich habe nämlich schon mal reingeblättert, dass es immer noch Probleme gibt, die eigentlich der Senat hätte längst lösen müssen. Der sichere Umgang mit SAP ist weiterhin nicht gewährleistet. Und auch die Verwaltungssoftware FIS Compact ist nach 3 Jahren kritischer Begleitung durch Datenschützerinnen noch immer nicht sicher. Die Umsetzung von Maßnahmen im Stadtamt ist zwar lange versprochen, aber offenbar immer noch nicht ernsthaft angelaufen und so weiter. Also viele Sachen, die wir im Herbst diskutiert haben, finden sich auch jetzt wieder. Das kann niemanden zufriedenstellen und da müssen wir tatsächlich einmal über Möglichkeiten nachdenken, die bestehenden Regelungen zum Datenschutzgesetz auch scharf zu stellen. Das bloße Bekunden des guten Willens reicht meines Erachtens nicht mehr aus. Wir müssen dafür sorgen, dass die Behörden seriöse Zeitpläne für konkrete Maßnahmen vorlegen, deren Einhaltung dann von der verantwortlichen Stelle auch. Das wäre nötig, damit der Datenschutz nicht mehr so stiefmütterlich behandelt wird. Und dazu gehört auch, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, dass die personelle Ausstattung der Landesdatenschützerin verbessert wird. Denn ein Punkt kann die Landesdatenschützerin und ihre Mitarbeiter im Moment nicht gewährleisten. Das ist die anlassunabhängige Kontrolle im privaten Sektor. Das geht mit der Personenzahl, die Sie jetzt gerade im Landesamt haben, nicht. An dieser Stelle möchte ich auch meinen herzlichen Andank an die Landesbeauftragte Frau Sommer und ihrem Team mal zum Ausdruck bringen, die sich dieser Aufgabe hier unermüdlich stellen. Und ich glaube, auch hier merkt man wieder, das ist ein Unterfangen, was nicht vergnügungssteuerpflichtig ist.